Hallo, Lars hier von it-zeugs.de und ich erlebe immer wieder, dass das Einrichten von normalen IMAP-Konten mit Outlook 2016 immer schwieriger wird. Und ich bringe jetzt hoffentlich mit diesem Video etwas Licht ins Dunkle. Also die Situation ist die folgende: Du hast irgendeinen Provider, hast von dem bestimmte Angaben, ein ausgehender Mail-Server, eingehender Mail-Server, bestimmte Ports und möchtest damit ein E-Mail-Konto in deinem Client verbinden. Ich habe hier zum Beispiel vom Schweizer Provider Cyan die Einstellungen. So, das ist schön und gut. Jetzt könnte man meinen, es ist ganz einfach. Outlook startet. Es schlägt mir jetzt ein Hotmail-Konto vor. Das ist auch schon mal wahrscheinlich eins der Hauptursachen, warum das Ganze so kompliziert wird. Microsoft hat diverse eigene E-Mail-Dienste. Das ist ja vor allem Hotmail, das ist der Gratis-Mail-Dienst. Und die Exchange-Dienste, die bei bestimmten Office 365 Abos mit dabei sind. IMAP scheint Microsoft nicht mehr so sehr zu interessieren. Du musst zwangsläufig, ich nehme jetzt hier mal meine Adresse, schreibst sie dann irgendwann auch richtig. Du musst zwingend auf erweiterte Optionen und ich möchte mein Konto manuell einrichten. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, IMAP anzuwählen und er schlägt dir jetzt auch schon, wenn er es denn findet, eingehende Server für eingehende Mail, Server für ausgehende Mail vor und auch die Ports. Kontrolliere aber in jedem Fall, ob das mit den Einstellungen, die dein Provider vorgibt, übereinstimmt. Das muss nämlich nicht sein. Klickst auf Weiter, gibst das Kennwort ein. Und dein Konto ist hoffentlich eingerichtet. Es gibt Situationen, wo genau das hier passiert. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Entweder funktioniert diese automatische Erkennung der Einstellung nicht richtig oder es wurde das falsche Passwort eingegeben. Dann kannst du hier nochmal auf Kontoeinstellungen ändern, kannst du alles kontrollieren, das Kennwort nochmal frisch eingeben und erneut auf Verbinden. Und jetzt kommt der absolute Oberknaller. Wenn du jetzt über Datei, Kontoeinstellungen ändern, die Maske aufrufst, fehlen da die Einstellungen für die Mail-Server. Du musst stattdessen über Start, Systemsteuerung, achte da, dass die kleinen Symbole aktiviert sind, Mail gehen, E-Mail-Konten, kennen wir irgendwie schon. Und jetzt auf Ändern. Und jetzt kommt die Maske, wie du es vielleicht von früheren Versionen schon kennst. Es ist wirklich toll, was da Microsoft gebaut hat. Wir halten also fest, IMAP unter Outlook 2016 via erweiterter Modus und E-Mail-Konten anpassen, am besten über die Systemsteuerung. So viel zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich wie immer über Likes und Abos. Denk bitte daran, dass du beim Abonnieren auch die Glocke betätigst, damit du eine Nachricht erhältst, wenn neue Videos veröffentlicht werden. Schau doch auch bei it-zeugs.de vorbei. Dort findest du viele weitere Informationen zu Office und allen möglichen anderen Themen aus der IT. Du kannst dich auf it-zeugs.de auch für meine Newsletter registrieren und erhältst als Dankeschön mein kleines E-Book
mit Office-Tipps gratis dazu.